Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zwar zur 8. Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir unser Dorf ein bisschen befestigt und jetzt für den Überfall bereit gemacht. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen dafür bereit machen. Und zwar ein bisschen besser ausrüsten. Ich habe jetzt noch nicht vor mir eine Dia-Rüstung zu machen, weil ich einfach nicht genug Level zum Verzaubern habe. Aber ich verzaubere jetzt einfach mal hier meine, oder eine neue Eisenrüstung einfach mal auf so ein paar ganz einfachen Verzauberungen. Wieso kann ich denn nicht die erste Verzauberung da eigentlich nehmen? Achso, weil ich dafür Level... Ah, okay, shit. Okay, dann haben wir jetzt immerhin ein paar Sachen verzaubert schon mal. So. Und die alte Rüstung lassen wir dann hier. Und ihr seht schon, ich habe auch schon ein paar Hühner gekillt, damit wir jetzt ein bisschen Dingsbums uns machen können. Und ein bisschen mehr Pfeile, weil wir werden vor allem mit Pfeilen arbeiten. Und deswegen baue ich auch gleich nochmal ein paar Armbrüste. Die sind nämlich auch immer ganz praktisch. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen erstmal... Ah, hier ist der Gravel. Denn wir brauchen nämlich mehr Feuerstein. Und ich zeige euch mal, wie man ganz einfach Feuerstein bekommt. Und zwar habe ich auf der Spitzhacke ja Glück. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Gravel abbaue, dann kriege ich da immer einen Feuerstein raus, weil mit Glück kriegt man halt auch mehr Feuersteine. So, ich mache jetzt hier erstmal ein Türmchen und das werden wir dann gleich abbauen. Dann haben wir ein paar mehr Feuersteine für die Pfeile. So, Pfeile hätten wir jetzt genug und was wir natürlich auch noch brauchen, sind ein paar Armbrüste. Dazu mache ich insgesamt, glaube ich mal, 6 Armbrüste, das müsste eigentlich reichen. Denn Armbrüste kann man geladen im Inventar haben, das bedeutet, man muss nicht extra nochmal den Bogen eben spannen oder die Armbrust, sondern man hat die halt so schon fertig im Inventar quasi. Und ja, okay, ein oder zwei wären noch cool. Da kann man die halt alle auf einmal schnell abfeuern. Das ist ziemlich, oder was heißt nicht auf einmal, aber halt sehr schnell hintereinander. Und das ist immer noch ziemlich gut eigentlich. Und ich würde sagen, ja, okay, dann haben wir halt nur 5, aber es müsste eigentlich auch reichen. So, das ganze Zeug hier brauchen wir nicht mehr, wobei das Feuerzeug nehme ich mal mit. Das brauchen wir nicht mehr und Holz brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ansonsten müssen wir eigentlich alles haben. Ein bisschen Essen kann noch schaden, kann nicht schaden. Auch nochmal mit. Und den Bogen natürlich. Oh, das Wichtigste habe ich hier fast vergessen. Uiuiui. Und jetzt zeige ich euch, wie man so einen, wie man so einen Überfall quasi provozieren kann. Und zwar spawnen hin und wieder in eurer Welt nämlich so Patrouillen von Plünderern quasi. Und wenn man die tötet, dann bekommt man eben den Statuseffekt schlechtes Omen. Und wenn man damit in ein Dorf läuft, dann wird nämlich ein Überfall ausgelöst. Und ich weiß zufällig, dass da hinten irgendwo Pillager gespawnt sind, als ich da mal erkundet habe. Und die werde ich jetzt wieder suchen und dann machen wir mal die Patrouille fertig. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe jetzt den Bad Omen-Effekt, weil ich die Patrouille quasi getötet habe. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell schlafen, weil ich nicht unbedingt tagsüber gegen nicht unbedingt nachts gegen die, gegen den Raid kämpfen würde. Und deswegen gehe ich jetzt mal kurz hier schnell schlafen. So, zack. Und dann futter ich nochmal was und dann gehen wir ins Dorf. Und dann gucken wir mal, ja, ob wir das Ganze schaffen mit unserer Befestigungsanlage, ob das Ganze funktioniert. Ich denke aber schon, und ihr seht schon, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die ganzen Armbrüste geladen und jetzt kann ich halt theoretisch die hier komplett alle schnell durchschießen und das hat jedes Mal so viel Power wie halt ein Bogen, wobei meiner natürlich verzaubert ist, also ist der Bogen wahrscheinlich immer noch besser. Und oh, jetzt geht der Raid schon los, weil ich zu dicht dran war. Ihr seht da oben jetzt die Leiste und wenn die Leiste voll ist, dann geht quasi die erste Wave los. Und bis dahin wäre ich gerne hier drinne. So, zack, und ich würde sagen, wir laufen erstmal zu dem Ausguckturm und gucken erstmal, ob wir denn was finden. Und, es wird spannend. Achso, wir können nochmal die Glocke hier läuten. So, dann wissen die Villager Bescheid und würden jetzt normalerweise in ihre Häuser laufen. Aber hier gibt es ja gerade quasi nicht so viele. Und der wandelnde Händler, der chillt da einfach noch. So, ich guck mal, wo die ganzen jetzt gespawnt sind. Die spawnen meistens so an derselben Stelle immer. Aber die müssen wir halt erstmal finden, diese Stelle, wo sie gespawnt sind. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal hier, ob wir die zufällig sehen. Davon sind auch noch 2 Häuser. Ach ja, stimmt, die sind ja außerhalb der Mauer. Ich hoffe, da ist niemand. Also ich sehe von hier aus die Villager, die Pillager nicht. Das bedeutet, ich laufe mal zu einer anderen Seite. Irgendwann werden wir die schon finden. Was natürlich cool wäre, wenn ich da oben jetzt bei der Mauer noch so einen Weg gebaut hätte, dass man da halt an der Mauer entlang laufen könnte. Das könnte man vielleicht tatsächlich noch machen, weil das würde das Ganze hier ein bisschen einfacher machen. Ich hoffe auch, die spawnen nicht bei uns im Haus übrigens. Ist ja auch blöd. Aber hier habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen. Vielleicht spawnen die hier unten auch im Wasser, das wäre natürlich auch cool. Die spawnen hier echt im Wasser, also einer ist da zumindest. Das ist ja easy. Dann können wir die einfach von hier abfrühstücken. So, oh, hier ist schon mal einer. Den erschießen wir jetzt. Oh, aber da. Wieso habe ich denn nochmal die Dings bekommen für den Bogenschießen? Das habe ich schon letztens einmal bekommen. Naja, wo sind denn die anderen Villager, Pillager? Als ob da nur einer war. Also ihr seht oben auch, je mehr man tötet, desto weniger wird die Leiste halt voll. Also ich habe jetzt zum Beispiel schon mal, das sind glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind das 10? Also einen haben wir schon mal getötet, das ist jetzt so ein Fünftel von der ersten Patrouille. Und da vorne ist noch einer.
Dann spawnen die tatsächlich hier an der Seite. Ah, das ist ja auch gut. So, zack. Und zack. Es gibt ja verschiedene Sorten, quasi verschiedene Arten von Pillagern. Und die sind dann halt, haben halt unterschiedliche Stärken und so weiter. Also die ersten Waves sind meistens relativ einfach. So, zack. Haben wir den auch noch gekillt. Und dann kommt hier direkt der nächste, der wieder den Banner aufsammelt. So, das war ja eine harte erste Runde. Einer muss hier noch irgendwo rumgammeln. Ah, da vorne haben wir den. Zack. Und der Bogen ist echt gut. So. Und jetzt seht ihr, das Ganze lädt sich jetzt nochmal auf und jetzt kommt halt eine stärkere Wave. Also theoretisch halt vielleicht nicht unbedingt mehr, aber halt stärkere Soldaten, Krieger, Pillager, was auch immer. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach mal hier so an der Ecke. Weil hier sind die ja auch gerade gespawnt, vielleicht spawnen die ja wieder hier. Und ihr hört es schon, die werden jetzt hier irgendwo ankommen. Ich würde sonst sagen, ich stelle mich einfach mal von innen auf die Mauer drauf. So. Und ihr seht schon, das funktioniert halt ziemlich gut. Die laufen jetzt hier nicht wild durchs Dorf und töten alles, sondern die bleiben halt draußen durch die Mauer. Ist halt super einfach, die jetzt so zu bekämpfen eigentlich. Man könnte auch auf dieses Haus hier vielleicht so einen kleinen Turm nochmal drauf bauen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. So, sind die da vorne? Ne, das ist eine Blume. Wo sind die denn? Vielleicht spawnen die auch jedes Mal woanders. Ich guck mal, ob die jetzt woanders gespawnt sind. Wahrscheinlich spawnen sie halt da, wo halt der Spieler nicht ist. Das wäre sonst ein bisschen langweilig. Na, hier sehe ich die auch nicht. So, sind die noch auf einer anderen Seite vielleicht? Mal gucken. So, ich kann ja nebenbei... Achso, die sind schon alle... Ne, die ist noch nicht geladen. Zack. Ich benutze gar nicht so viel die Armbrüste tatsächlich, sondern nur den Bogen irgendwie. Also eigentlich waren die voll unnötig zu kaufen, nicht zu kaufen, sondern zu craften. So, wo ist denn der Feind? Wo sind die Pillager? Ah, hier unten sind sie. Hier unten sind sie. Und die sind hier alle in der Ecke. So, oh, ich habe sogar einen getroffen. Zack. Oh, den habe ich nicht getroffen. Sind es wieder nur so wie... Ach, die wollen da echt ins Tor rein. Und jetzt können wir die einfach... Oh, und das war nix. Jetzt können wir die einfach von hier einfach wegsnacken, weil sie halt da am Tor stehen und warten. Das ist ja auch easy. Ja, ihr seht schon, wie gut eigentlich so eine Mauer ist. Und jetzt müssen wir eigentlich sogar vom Turm aus schießen könnten. Aber ich laufe jetzt einfach mal rein. Und guck mal, dass ich die so kille. Da vorne ist noch einer. Zack. Jetzt haben wir hier noch mehr. Nö. Ist der gestorben schon? Ja. Oh, jetzt steht da sogar, dass nur noch zwei Raider über sind. Also zwei Plünderer müssen jetzt noch irgendwo sein. Ich würde sagen, ich spare mal am Anfang noch ein paar Pfeile, weil so viele Pfeile haben wir jetzt auch noch nicht. Dann kill ich die lieber erstmal mit dem Schwert, solange ich das noch kann. Und, oh, das Küken. Wieso guckt ihr so das Küken an? So, super. Und einer müsste jetzt hier, ah, da ist er ja. Der hat sogar eine verzauberte Armbrust tatsächlich. So, oh, das ist ja ein harter Kampf. So, jetzt kommt die nächste Wave. Mal gucken, ob sie jetzt mal ein bisschen anspruchsvoller wird. Kommt natürlich auch darauf an, was für ein Bad Omen-Effekt ihr habt. Also, es gibt es halt von Stufe 1 bis 4. Ich hatte jetzt nur Stufe 1 eben. Dementsprechend ist die, oder ist der Raid halt nicht so schlimm oder der Überfall. Oder. Ey, dieses Geräusch, wenn die einfach, wenn eine neue Wave kommt, das ist so geil. Nee, oder theoretisch auch, wenn ihr auf einer schwierigeren Schwierigkeit spielt. Also ich spiele jetzt auf normal und wenn ihr auf schwer spielt, dann würden die halt auch noch stärker werden. Und hätten halt noch mehr Truppen und so weiter. Zum Beispiel auf unserem Server sind das immer richtig kranke Raids, also das ist echt. Und, trotz komplett verzauberter Dia-Rüstung und so weiter, bin ich da tatsächlich schon ein paar Mal gestorben. Weil es halt einfach so viele sind und so starke auch. Und ihr seht schon, der eine, den wir gerade gesehen haben, im kurzen Moment, der ist sogar verzaubert. Und jetzt seht ihr auch den fetten Verwüster, der ziemlich stark ist tatsächlich. Also gegen den würde ich jetzt nicht unbedingt kämpfen wollen, weil ich halt auch vor allem noch nicht so gute Rüstung habe. Und der verwüstet halt alles so ein bisschen und kriegt relativ wenig Schaden im Vergleich so zu den anderen. Und jetzt können wir hier zum Beispiel mal pam, pam, pam hier alles benutzen und dann kriegt man halt, oh, dann macht man halt, boah, der hat viel Schaden gemacht. Dann macht man, oh, schön. Das geht einfach durch die Mauer durch, okay. Da müsste man jetzt doch ein bisschen mehr Respekt haben, tatsächlich. Weil der macht mich sonst kaputt. Okay, nice. So, der hat einen Sattel gedroppt, dann können wir uns auch endlich Pferde holen. Das ist natürlich richtig geil. So, und wir kriegen natürlich wieder XP, die ich ja verloren habe, als ich vom Creeper getötet wurde. Oh, er kann ausweichen. So, ich sammle mal meine Pfeile hier wieder ein. Da sieht man ja ganz gut, dass sie so leuchten. Durch den Shader halt. Und durch die Feuerpfeile natürlich. So, wo sind denn die restlichen? Es müssen ja immer noch mindestens 3 leben, glaube ich. So. Achso, das ist ein Pfeil von einem Pillager. Die kann man leider nicht einsammeln. Wo sind denn die restlichen? Also eigentlich spawnen die immer so auf einem Haufen und nicht so ringsrum einmal quasi. Also müssen ja theoretisch hier noch irgendwo welche sein. Ich laufe mal einfach um die Mauer rum, dann werden wir schon welche finden, denke ich. So, haben wir hier vorne. Da vorne ist eine Hexe, die gehört auch zu denen.
So, und hier ist, glaube ich, auch der Rest von denen. So, dann können wir die hier ganz einfach... Das ist halt so einfach, weil sie halt irgendwie versuchen, hier reinzukommen, aber es nicht schaffen. So, oh, hier ist... War hier noch einer? Oder war das ein kleiner Villager? Ne, es muss ja ein kleiner Villager gewesen sein. Oh, der Arme. Er wird geboren und direkt ist hier ein Überfall. Das muss auch schlimm sein. So. Ich hüpfe jetzt mal wieder hier auf die... Oh, ja, so viel dazu. Ich hüpfe mal wieder hier auf die Mauer. So, und... Ja, okay, das lassen wir vielleicht. Ich glaube, ich gehe einfach hier rüber. Ja, wobei, ich könnte jetzt schon die meisten abschießen eigentlich. Aber ihr seht schon, das sieht diesmal... Oh. Ja, manche kriegen dann halt auch von der Hexe Effekte. Das bedeutet, dass sie dann halt mehr Leben generieren und so weiter. Das ist natürlich super nervig. Vor allem, weil jetzt hier drei Hexen sind. Wenn ihr gegen Hexen kämpft, ist auch eigentlich immer gut, dass man Milch dabei hat. Weil wenn die einen zum Beispiel vergiften oder sowas, dann kann man Milch trinken und dann hört der Effekt auf. So. Und das müssten ja schon fast alle gewesen sein. Jetzt holen wir mal hier schnell den Loot ein. Zack, zack, zack. Dann gucken wir mal, wo die restlichen beiden sind. Es sind nur noch zwei. Das war eine einfache Wave. Also ich finde, die einzigen wirklich starken Gegner sind halt tatsächlich diese Verwüster, also diese fetten Stiere. Und Hexen sind halt nervig, aber ist jetzt nicht so schlimm, gegen die zu kämpfen. So, weil die halt auch nicht so viel Range haben. Also ich mit dem Bogen kann sie halt einfach abschießen, ohne dass sie mir was anhaben können, so mehr oder weniger. So. Dann gucken wir mal, wo die nächsten spawnen. Ich bleibe einfach mal hier. So. Ich habe schon vier von diesen Bannern, das ist ja auch krass. So, da vorne sind welche. Das bedeutet, da müssen eigentlich auch die anderen alle sein. Kann ich mich hier wieder ganz entspannt hinstellen und einfach die Viecher... Oh, hier sind... Guck mal, wie viele hier sind. Und haben wir jetzt auch so einen. Ich glaube, Vindicator heißen die auf Englisch. Also Beschwörer, glaube ich. Das ist ja super nervig. Und da oben ist sogar eine Hexe bei meinem Haus. Also vielleicht müssen wir unser Haus auch nochmal ein bisschen verstärken. So. Ja, das ist so einfach, diese wegzufrühstücken. Also ich kann euch echt nur empfehlen, solche Verteidigungsanlagen zu bauen. Weil würden die jetzt natürlich gleichzeitig alle im Dorf rumlaufen und die Villager töten, dann wäre das natürlich sehr viel schwieriger, die zu killen. Und da ist sogar ein Reiter drauf, das ist ja auch geil. So. Versuche ich den hier nochmal zu killen. Ich würde sagen, von dem da vorne machen wir gleich mal einen Screenshot fürs Thumbnail. So. Muss ich gleich nur noch ein bisschen näher rangehen. So. Ja, oh, der postet ja richtig dafür. Das ist ja natürlich richtig gut. So. Hier haben wir ein Totem of the Undying. Die werden hier auch gedroppt von den Vindicatoren. Das ist natürlich richtig praktisch. So. Und dann... Ja, warum greift er mich eigentlich nicht an? Wieso springt er nicht darunter einfach? Es müssen rein theoretisch sogar noch ziemlich viele leben. Ich töte den jetzt erstmal. So. Zack, ich glaube, den Reiter habe ich schon. Oder sehe ich den einfach nur nicht? Ne, jetzt habe ich den Reiter. Oh, wenn ich treffen würde. Zack. Jetzt leben noch zwei. Davon ist schon mal die eine Hexe. Und ich glaube, die andere ist... Oder der andere Pillager müsste dann der sein. Oder die Hexe sein, die da oben noch ist. So, hat die irgendwas Cooles gedroppt? Ich guck mal vorbei. Und jetzt ist halt schon Nacht. Also der Raid ist so lange gedauert. Ich habe ja am Anfang geschlafen. Und der Raid geht halt bis in die Nacht hinein. Also ihr seht schon. Manche können halt lange dauern. Und ich glaube, nachts ist es sogar noch schwieriger, die zu bekämpfen, weil halt... Ne, andere Zombies auch noch da sind und Creeper und sowas. Ich guck mal, ob ich den letzten hier oben tatsächlich finde. So, die Hexe, die hier oben eben war. Oder war das vielleicht die, die jetzt da unten im Wasser gewesen ist? Das kann natürlich auch sein. Jetzt wird es schon richtig dunkel. Ich guck mal, ob ich schlafen kann. Ich glaube, ich kann nicht schlafen, wenn Raid-Zeit ist quasi. Dann könnt ihr trotzdem mal versuchen. Oh, es geht! Okay, dann schlafen wir jetzt erstmal. Weil wie gesagt, so in der Nacht wäre es natürlich noch viel schwieriger mit Creepern und Skeletten und sowas. So, und jetzt können wir einfach nochmal den letzten suchen. Hier auch nochmal ein Tipp, ihr könnt F3 und B gleichzeitig drücken. So, hoppala. Dann sieht man nämlich die Hitboxen. Das bedeutet, ich sehe jetzt hier zum Beispiel... Oder sieht man das gar nicht? Okay, vielleicht sieht man es wegen dem Shader nicht. Aber theoretisch sieht man die Hitboxen von Gegnern. Und dann ist es halt einfacher, sie aufzuspüren, weil man dann noch so eine Box um sie drumherum hat, sage ich mal. Ich denke, wir werden den letzten auch irgendwie so finden. Also eigentlich muss er ja hier irgendwo sein, wo die anderen auch waren. Ich laufe mal zum Tor, vielleicht... Ah, oh, da ist er tatsächlich. Oh, ihr seht schon, der macht eine ganze Menge Schaden. Und ich ragge auch nicht mehr, weil ich nicht gegessen habe. Jetzt treffe ich mit meinem Bogen auch nicht. So, zack. Nice. Dann kann ich jetzt nochmal schnell was essen. Und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt Hero of the Village, das war der letzte Villager. Und das ist ein cooler Effekt, denn der sorgt nämlich dafür, dass die Villager netter zu ihm sind und besser handeln wollen. Und ja, jetzt ist hier sogar Feuerwerk. Oh, hat man das gesehen? Kommt noch mehr Feuerwerk? Ne, okay. Wir können jetzt mal einen Villager suchen. Eigentlich müsste ja mindestens einer irgendwo rumlaufen. Oh, hier sind doch Feuerwerke. Woo! Krass, jetzt feiern die mich. Und da ist so ein Kind. Hier war doch, glaube ich, auch ein richtiger Villager gerade. Ja, moin.
Und die haben jetzt halt bessere Preise für uns, weil wir eben Hero, weil wir eben das Dorf verteidigt haben quasi. Jetzt können wir hier halt viel besser Sachen traden. Wobei die halt natürlich immer noch nicht so geil sind, die Angebote, aber theoretisch würde das jetzt gehen. Und das eigentlich alles, ja, was man so über Fälle wissen muss, denke ich. Und ihr habt ja gesehen, die Mauer ist auf jeden Fall super worth gewesen. Das war super einfach, den jetzt zu schaffen, den Raid. Aber natürlich, Raids können auch sehr viel stärker sein. Also wie gesagt, ich hatte auf dem anderen Server schon wirklich schwierige Raids, die einfach alleine, weil es halt so viele sind, so viele Gegner, schon sehr schwierig sind. Und vor allem, es gibt auch noch andere Wesen, die sie halt mitbringen. Also zum Beispiel so kleine, fliegende, nervige Viecher. Oder mehrere von diesen Stieren quasi. Ja, aber ansonsten, das wird heute mal eine etwas kürzere Folge so im Vergleich zu den anderen. Wir wollten ja nur den Raid überleben und das haben wir gemacht. Und jetzt haben wir hier ein bisschen coolen Loot, wir können uns gleich Pferde holen. Und dann können wir uns auch endlich mal ein bisschen bessere Ausrüstung machen und so weiter. Und ich würde sagen, ich hänge aber noch die Banner hier auf, damit die nächsten Pillager wissen, dass wir hier schon mal einen Raid überlebt haben. Das mache ich tatsächlich relativ oft, dass ich die dann einfach so vorne gegen die Tür hänge oder sowas. Also hier zum Beispiel so. Das können wir jetzt bei den anderen Toren auch nochmal machen. Ja, aber ansonsten war es das eigentlich von der Folge. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Überfall in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Und ihr seht ja, wenn ihr selber mal so einen Überfall überleben wollt quasi, dann holt euch auf jeden Fall eine fette Mauer. Das ist einfach super praktisch und super einfach dann zu überleben. Und zum Glück ist auch nichts in der, ist nichts im Dorf gespawnt. Das hatte ich auch noch überlegt, dass es halt vielleicht zu groß ist oder so und dann deswegen halt im Dorf oder in der Mauer quasi Leute spawnen können. Aber das ist jetzt zum Glück nicht passiert. Und dementsprechend würde ich sagen, hat alles soweit funktioniert. Wenn ihr bis hin geschaut habt, wie gesagt, Hashtag Pillager. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.